Hallöchen ihr, der Nale 4 und willkommen zurück bei Baldur's Gate 3, ihr Lieben. Wo es weitergeht, hier nach wie vor immer noch im zweiten Akt, ihr Lieben, den ich heute vielleicht beenden werde. Es ist mein Ziel, ich weiß es nicht, ob es langt. Wir werden sehen. Wir haben hier noch einiges hier in diesem Bereich irgendwie hier noch zu erkunden. Eventuell auch hier unten noch mal ein Stückchen. Müssen wir schauen. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ist hier noch irgendwas zu tun und zu machen. Und bevor wir da gleich hingehen, ihr Lieben, würde ich ganz gerne hier nochmal im Zollhaus mein Glück mit diesem Boss probieren. Ich glaube, dass man den wirklich platt machen kann. Bin ich mir sogar sehr sicher. Und ja, ich würde gerne mal schauen. Also, sie hat 604 HP, hat diesen ollen Beinschutz oder generell diese Rüstung an, was insgesamt 6 Teile waren. Und sie hat hier rundherum auch noch diese Antlitze am Start. Gold! Ja, ja, da hast du Bock drauf. Genau, Münzenhelm, Münzen Kyras, Münzen Beine und Arme und hey, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 Antlitze? Oder waren da mehr? Müssten eigentlich mehr sein, ne? Und ich würde sagen, ich probiere die einfach mal. Keine Ahnung, was passiert. Ich habe keinen Plan. Ich würde erstmal die hier wegmachen. Und ja, guck mal, was passiert, ne? Ich bin gespannt. Die gute Mrs. Thorm. Also, jetzt gehen wir erstmal hin und hauen den hier weg. Die hat nur noch 500 Leben. Und einen Rüstungsschutz weniger. Oha. Bedeutet das etwa, dass ich die Antlitze killen muss? Dann kriegt die weniger Rüstung. Okay, die beschwört eine Münzhellebarde. Die Antlitze sind alle überrascht. Und sie beschwört erstmal eine Lanze. Geht mal spurten und kommt hoch. Oh, die hat Bock. Die hat dezent Bock. Okay. Breathe deep and move. Okay, ich mache mich unsichtbar. Zellebade, Antlitz. Okay, also ich muss die Antlitze platt machen. Die kommen auch hoch. Ich zwar keine Arme, ne, aber die kommen hoch. Okay. Ihr seht mich jetzt nicht. Das heißt, gleich wird resettet. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Sie hat nur noch 500 HPsen. Sehr geil. Das nehme ich schon mal mit. Das heißt, wir müssen die Antlitze killen. Dann sinkt die in ihrer HP. Ich warte, bis sie irgendwo ganz hinten im Eck ist. What path lies before me? Okay, wir haben noch eins gekillt. Breathe quiet. Move with care. Time to press ahead. Okay, jetzt ganz entspannt mal gucken, was passiert. Er ist weg. Kommt er irgendwie näher? Nein, tut er auch nicht. Eine Hellebarde ist auch am Start. Eine Münzhellebarde. Okay. Hellebarde, was mit dir? Du verpisst dich oder wie oder wer oder was? Ja, nein, doch.
I'll strike you down. Okay, hau mal so um. Nein. Okay, cool. Also der zweite ist schon mal platt. Sie hat nur noch 400 HP und 4 Rüstungsteile. Okay. Alles klärchen. Gut. Sehr schön. Dann ist es ja doch machbar, die zu killen. Okay, cool. Das heißt, das nächste Antlitz, wenn sie wieder hinten ist. Und dann passt das. Sie sind aber auch anscheinend, wie es aussieht, an einer festen Position. Du gehst nicht hoch, du gehst nicht hoch, du gehst nicht hoch. Du gehst nicht hoch, du gehst hoch, du... Oh, scheiße. Oh, lecko. Oh, das ist so ätzend. Was macht sie? Beschwört ihre helle Baden? Explosiver Schatz, aha. Du gehst nach oben. Boah, das ist manchmal, ne, von dem Spiel hier. Okay. Überrascht, überrascht, überrascht. Okay, die Münzen, die da rumliegen, werden zu Minen. Wahrscheinlich hat mich so eine Mine gekillt beim letzten Mal. Harte Währung, explosiver Schatz. Okay, da musst du echt aufpassen, ne? Und auf geht's. What path lies before me? Ganz entspannt. Hierhin gerannt. Okay. Reise noch übrig. Garing Goth Thorm. Oder Jaring Goat, wie. Ich keine Ahnung, wie man es ausspricht. Okay, einer ist hinten in der Ecke, einer war hier vorne. Vielleicht nicht mehr. Easy. Gut, verpiss dich wieder runter, du verpiss dich wieder runter. Das ist doch mega entspannt. Okay. Da waren es nur noch 3, ne? Sie hat noch 300 DP. Sehr schön. Okay, die explosiven Schätze gehen auch drauf. Das ist gut. Ich würde sagen... Wir machen als nächstes. Nicht, wenn sie herkommt, das wäre irgendwie doof. Ich würde sie erstmal wieder zurücklaufen lassen. Es sind schon 3 Hellebarden hier im Start. Blickt die hier hoch? Nein. Okay, kriege ich dich da hinten hin? Ist da noch was vor? No time for mercy. Nein. Moving in. Better be cautious. On my way. Sehr schön. Okay, das nehmen wir mit. Ich guck mal, was jetzt hier passiert. Die Hellebarden kommen. Und das Antlitz. Schaut sich um und verpisst sich gleich wieder. You've made a grave mistake. Komm, 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 das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Nein. Aha, hat nur noch Münzhelm an. Das letzte ist hinten in der Ecke. Alright. Time to skulk about. So, schauen wir mal. Also. Überrascht, überrascht, überrascht. Er ist überrascht. Sie hat nur noch 104 HP. Das heißt, wenn ich den letzten umhau, hat sie nur noch 4 gammelige HP. Dann können wir sie bumsen. Sehr schön. Da freue ich mich. Dann wird die Mutti weggejodelt. Und sie ist platt. Aber.
Ja, okay, dann hau so um. Meine Güte. Oh Gott im Himmel. Dann Spurt rein. Again. Don't waste a step. Don't waste a single step. Komm ich dann dahin? Nein. Macht nix mehr. What do I have to lose? Ja, eben. Kriegst du die auch noch? Nein. Can't slow down. Nein, du sollst da, du sollst sie platt machen. Meine Fresse, also manchmal ist es... Ah. Mega behindert. Alright, time to skulk about. Einfach nur scheiße. Okay, Mutti, was mit dir jetzt? Du hast nur noch 104. Da hinten in der Ecke war, glaube ich, noch einer. Den speichern wir und dann gucken wir mal, von wo aus wir den platt machen können. Vielleicht von da hinten aus. Breathe deep. Gehst du mal hier lang. Ja, da sitzt er. Schwitzt er. I'm exhausted. Das heißt, hier oben könntest du den theoretisch platt machen. So, gönn dir. Und jetzt, last but not least, die Mutti himself. Oder herself. Herself, ne? Mutti herself. So. Was machst denn du jetzt? Nix mehr, ne? Free from the curse. 500 EP. Oh, das gab gut, ne? 110 für jedes. Das heißt 1110 Erfahrungspunkte. Das gab richtig dick EP. Krieg jetzt meine 500 wieder? 700. Viel besser. Verwendung des Schicksals. Wenn du mit dem Schadenswürfel dieser Waffe höchstens 2 würfelst, so würfel erneut und nimm das erneute Ergebnis. Beharrlichkeit, Scheiter, böse Einschränkung, okay. Und wir haben nicht unterzeichnetes Handelsvisum. Ein nicht signiertes Schreiben, das von einem Fälschungsversuch handelt. Von wem auch immer es stammt, er wollte gesetzeswidrig im Zollhaus handeln. Nimmst du mit und machst hier Bücherwurm. Lies 100 verschiedene Bücher in einem Durchgang. Sehr schön. Aufheben zu Waren. Und wir haben hier Schlüssel zum Büro des Zollhausmeisters. Nice. Sehr schön. Ich danke dir, Mutti. War ja doch gar nicht so schwer. Hör mal. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Alles andere bleibt liegen. Dann gehen wir runter. Was haben wir hier? Zollhaus Kellerschlüssel. Den nehmen wir auch mit. Knüppel plus 1. Und das Gerücht von Wraithwin. Auto unbekannt. Land des Dunkels, Land des Goldes, Land der Schariten und des üppigen Soldes. Das Zollhaus zahlreiche Schätze birgt, wo der Schattenfluch noch immer wirkt. Die größten Schätze aller Zeiten liegen unter zahllosen Gebeinen. Grab des Thorm, verhüllt des Nachts, enthüllt die Kraft von Catherics Macht. Und im letzten Vers steht in schwer lesbarer Schrift: Es ist wahr, alles. Okay. Dann gehen wir mal runter hier, ne? Should mind my step. Und, haben die platt. Schön. Toller Bossfight, freue ich mich. So. Da haben wir eine eicherne Doppeltür. So, da haben wir noch tonnenweise Gold. Oh, mega nice. Das nehmen wir alles mit. Dann haben wir 14. Warte. Wir machen das hier rein. Okay, separate Haufen. Macht er das? Auch nochmal. Auch nochmal 100. Oh, geil. Das ist super viel Kohle hier. Da liegt nochmal 17. Da nochmal 100. Ja, auch nochmal. Oh, es gibt gut Kohle. Kann ich mich nicht beschweren.
Da nochmal. Schön, dass er das nicht stackt, aber es ist ganz entspannt dann zum Zusammenzählen. Es dürfte auch nochmal einiges sein hier. Vielleicht ein Tausender nochmal. Wäre ja nicht schlecht. Abzüglich dem, was halt alles hier explodiert ist, ne? Oh, verklemmte Tresortür. Hier gibt es so viel zu looten. Okay, habt ihr irgendwas im Inventar? Nein. Auch nicht. Anything of use? Auch nicht, okay. Das nimmst du mit. Aha, da haben wir noch eine Tafel. Kannst du mal speichern? Guckst du dir mal an. Seized inventory. Beschlagnahmtes Inventar. Well, we're not getting in this way. Schattenverfluchte Ranken. 160, mittlere Zähigkeit. Vielleicht mit Feuer. Das sind Ranken. Die könnten wir mit Feuer wegballern. Das könnten wir probieren. Erstmal alles Gold mitnehmen. Da hinten. That'll fit my pack. Da ist noch ein wenig. Oh, noch tonnenweise mehr. Das ist ja übelst cool. So, hier drüben. Da ist noch Gold. Hey, da werde ich richtig reich hier. So, da haben wir noch eine dicke Truhe. Aber ansonsten liegt hier, wie ich sehen kann, kein Gold mehr rum. Okay, wie viel waren das jetzt? So, warte mal, mit Shift habe ich auch was gefunden. Geht es mittlerweile besser? Mit gedrückter Shift-Taste kann man das so viel entspannter verschieben. Okay, es waren nochmal knapp 58 Gold. Sehr geil. Sehr, 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 sehr cool. Mega. Freue ich mich. Schön. Okay, dann. Lass rein hier. Und lass mal luppern, ob hier irgendwelche Fallen sind. Da haben wir noch 14 Gold. Oh, das ist super. Und da haben wir eine Reisetruhe. Haben wir nochmal Gold und Onyx. Da haben wir nochmal Diebeswerkzeug und Gold. Sehr schön. Und dann gehen wir mal hier rein. Da haben wir jetzt Schlüssel für, ne? Ist aber noch verschlossen. Okay, dann knackt das. Wieder im Vorteil. Da haben wir eine dicke Truhe, eine opulente Truhe. Zu schwer zum Werfen. Okay. Brauchst auch eine 10. Ja, easy. Ist eine solide 30. Das kriegst du hin. Handschuh der Kampfmagier macht. Wenn ein Angriffswurf mit einer Waffe einen Zustand bewirkt, erhält der Träger arkane Sinnesschärfe. Okay. Er scheint aber nicht zu sein. Holztisch nochmal durchsuchen. Da ist nichts drin. Und die brauchen wir auch nicht mehr zu knacken. Ne? Das ist ja auch alles easy. Dann haben wir da hinten noch was. If not over, then through. Can't risk being in open view.
der hat jetzt geöffnet. Okay. So, lass mal gucken. Don't waste a step. Oha, das sind lose Bretter. Morsche Bretter. Das sind auch noch morsche Bretter. Das heißt, da wird es runtergehen, ne? Gut, dass ich das entdeckt habe. So, schwere Truhe. Ein Eisenrankenschild. Eisenranke. Wenn der Träger eine Waffe führt, die mit Dingensmomens gestärkt wurde und wenn er einen Nahkampfangriff im Nahkampfangriff oder mit einem Nahkampfangriff getroffen wird, erleidet der Angreifer einen Stichschaden. Okay. Und Gold. Alles klar. Easy. Okay. Cool. So, da passen wir auf. Und Hauptbuch des Zollhauses. Ein offizielles Register von Händlern und Waren, die durch Wraithwind kommen, sowie der jeweils einbehandelte Zoll nach Datum sortiert. Die Einträge sind in klarer Schrift geschrieben und jede Seite ist mit einem Wachssiegel und dem Buchstaben GT versehen. Je weiter das Register fortschreitet, desto dramatischer schwindet die Anzahl der registrierten Händler und damit auch der kassierte Zoll. Zöllnerstatue. Aha. Okay, haben wir noch was drin? Nein. Gut, mit den Brettern natürlich aufpassen. Und außenrum. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Ranken hier noch platt, insofern das möglich ist. Wir haben eine Rauchbombe allerdings, die könnten wir vielleicht reinschmeißen. Wir können aber auch so einen Feuerpfeil da drauf ballern. Macht den Ranken aber nichts. Ich könnte theoretisch gesehen von oben reinspringen. Maybe I should. No, this is good. Nein, okay. Dann geh nach oben und hüpf rein. Ist aber auch nicht möglich. Eingebrochene Bodenbretter. Okay, so kommt man rein. Kann ich jetzt dann auf das nach unten reinhüpfen? Kriegt 10 Trefferpunkte weniger. Ja, genau, von da hinten. Und erstmal alles voll mit Blut, ne? Mega. So, und ich sehe nichts. Also mach das mal. Was haben wir denn hier? Eine Zweihandaxt plus 1. Schriftrolle, sprühende Farben. Und eine schwere Truhe. I don't need any attention right now. So. Kannst du mal knacken? With a flick of the wrist. Brauch schon eine 14, ne? Feuerherz. Leidenschaftliche Flammen. Wenn du Feuerschaden durch eine andere Kreatur erleidest, erhältst du 2 Züge lang Hitze. Was war Hitze nochmal? Umgeben von einem rachsüchtigen Feuer erleidet bei jedem Zug 1 bis 4 Feuerschaden, kann aber konzentrierte Hitze einsetzen. Passives Merkmal, das gewechselt werden kann. Verzehre deine Hitze, um einen mächtigen Angriff zu starten. Wenn du das nächste Mal Feuerschaden bewirkst, bewirkst du einen Feuerschaden für jeden verbliebenen Zug Hitze. Okay. Alles klar. Ein Gebetsbuch. Liegt da auch noch irgendwo. Okay, cool. Dann haben wir das. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie hier runter. Von runter. Weil, weißt du was? Ich gehe einfach hier hin.
Spare ich mir den Schaden. Den Ärger. So. Alles gleich. Cool. Dann, ihr Lieben, würde ich sagen, gehen wir runter. Und gehen nochmal hier raus. Laterne haben wir ja immer noch am Start. Ich gönne mir mal einen. Geh mal raus. Gut. Wir haben... Oder können uns noch hier oben umgucken. Das wäre eine Idee. So, hier nochmal schauen. Eine schwere Truhe steht da irgendwo noch. Wir haben Gold, Gegengifts, Bronzehalskette. Und wir haben hier irgendwas. Better not be cursed. Kann man hier nochmal rüber? Alternativ irgendwie dann darüber. Aha. Den kannst du mal entschärfen. Da geht's rein in den Turm. Was haben wir denn da drin? Hammerketten. Verhörprotokoll der Hafner. Offizielles Verhörprotokoll. Verantwortlicher Hafner. Calidove Immerquell. Schreibnerin Luna Shorn. Ihr Name? Dahl. Dahl Timber. Beruf? Bauer. Kartoffeln. Ein Bauer also. Wie viele Wachen hat Thorm an der Südmauer postiert? Dahl Timber? Was meint er mit Südmauer? Hat er mich zum Narren, Timber? Die Südmauer von Mondaufgang. Ich weiß es nicht, das schwöre ich. Lügner! Schreib das auf, Luna. Thorms Spion verweigert jede Kooperation. Härtere Maßnahmen erfolgreich. Erforderlich. Ich sagte, schreib das auf. Okay. Dann mal Ketten. Wenn ich nichts machen kann. Fleckiges Handtuch, schwarzer Oleander, den nimmst du mit. Man versteckt noch eine Reisetruhe. Die kannst du mal knacken. Come on, open up. Vierunddreißig, sehr schön. Ring des Zwielichts. Im Zwielicht. Du hast einen Bonus von plus 1 auf die Rüstungsklasse, während du von Schatten verschleiert bist. Schön. Was habe ich denn eigentlich noch für einen anderen Ring an? Waffenangriffe bewirken zusätzlich Säureschaden. Okay. Festgesetzt oder gelähmt werden. Okay. Das Skelett hat noch eine brennende Kerze am Start. Alles klar. Gut. Da kann man rüber. Da haben wir nichts. So, jetzt mal schauen. Oh. Basil. Da muss auch so ein Ding. Oha, das sind drei Stück. Das sind drei Stückikowski. Aha. Basil. Das waren doch auch die Viecher, bei dem anderen Typen da, ne? Okay, dann lass mal gucken. Kriege ich die eine wenigstens hier platt?
von hier aus? Was muss man sagen, die da. Dann Lauf Forest. Ist die platt wenigstens? Die ist platt, aber es sind noch zwei, drei andere. Okay. Überrascht, überrascht, überrascht. Okay. Das heißt, eine andere ist dort oben. Okay, dann gehst du erstmal hier hin. Have to keep going. Wie viel EP gab die? 75. Knur, knur. Schattenteleportation. Aber die sieht mich nicht. Aber die bleibt da stehen. Das ist schon mal gut. Dann könnten wir die nämlich vielleicht weghauen. Okay. Die lebt noch. Okay, und ich verpiss mich. So. Sie ist jetzt dran. Garotte, ich bezauber dich mal. Da war. Wow, die kann schon richtig heftig weit kommen, ne? Dann haust du die mal um. Und machst sie vom Acker. Die macht nichts, dann hau ich sie erst um. Du machst nichts, ne? Du bist ganz entspannt unterwegs, ne? Ja, ich denke schon. Spiel? Bitte? Danke. Manchmal brauchst du was, ne? Sehr schön. Okidoki. Naja, müssen wir halt weg. Kritischer Treffer auch noch. Okay, bezaubern. Bezaubern. Okay, cool, cool, cool. Wendy erstmal und dann. Hau ich so um. Hoffe ich. Junge. Was war ein kritischer Fehlschlag? Willst du mich verarschen? Ja, auf, hau sie weg. Den anderen daneben. Oh Gott im Himmel. Okay, dieser Drossel macht weniger Damage als sie. Okay. Das können wir mitnehmen. Gold dabei. Und die anderen liegen da oben. Never wanted the easy path. Okay, was gibt's Interessantes? Speichere mal ab. What's inside? What's inside? I'm exhausted.
Ja, jammer nicht rum. Eine Töpfertruhe. Jetzt loote doch die Scheiße hier. Danke. Komme ich da hoch? Wie? Springen? Ja. Softer than a whisper. Dann lass mal knacken. Don't give me trouble now. Kritisch. Nice. Leuchtenhandschuhe, Leuchtkugelhandschuhe. Wenn der Träger gleißender Schaden bewirkt, so wirkt zwei Runden lang Leuchtkugel auf das Ziel. Idol von Selu und eine Nachricht. Mondmaid, beschütze jene von uns, die sich nicht von dir abwenden, ungeachtet aller Konsequenzen in diesem kurzen Leben. Behalte die Artefakte unserer Hingabe, bis die Zeit gekommen ist, in der wir uns erneut in aller Offenheit von deinem weißen Licht durchfluten lassen. Gewähre meinem Bruder Halfred die nötige List, um deine restlichen Relikte verbergen zu können. Möge der Name zum letzten Licht kein Omen sein. Möge dein Mondschein für immer leuchten und unsere Herzen erfüllen. Let's have a look. Rasen haben nix. Okay, was ist hier noch? Okay, da haben wir ein beweglicher Ziegelstein. Schlüssel zur Töpfertruhe. Die Töpfertruhe. Das ist das Ding hier oben gewesen, ne? Ja, okay, da war der gewesen, schön. So. Das sieht so aus, als wäre es interessant. Gerade weil diese Fackeln hier auch so komisch am Leuchten sind. Ne? Wahre Seele Kolleris. Ein verlorener Rucksack. Was nimmst du mit? Tagebuch der wahren Seele Corliss, den hinten liegt. Tagebucheintrag von wahre Seele Corliss. Tag 4. Speer in die Schattenlande von Catherick Thorne ausgesandt. Ziel, Nest der Ungläubigen finden. Dorfrand reicht. Verstörende Geräusche hallen durch die Schatten. Darf mich nicht verfolgen lassen. Mache mich bereit, eine Lichtbarriere zum Schutz gegen lauernde Monster und tödliche Dunkelheit zu errichten. Möge die Absolute mich leiten. Hat er nicht viel gebracht hier, ne? Bist trotzdem tot, du Nudel. Den Orleander nimmst mit. So, dann gucken wir mal, was da noch ist. Und das geht doch noch ein Stückchen. Also das Ding dürfte es vielleicht noch sein hier. Was hast denn du am Start? Nichts, nur Gold. Wir könnten ja eigentlich alle theoretisch aufheben und den reden, ne? Guck mal, und da ist eine Kugel. Da ist eine runde Kugel. Lass doch da mal hingehen. How much farther can I go? Should mind my step. Should mind my step. So, es geht einmal hier durch und einmal da hoch. Okay, ich bin gespannt. Da geht's auch noch rein. Kaputtes Schlachtfeld. Ich gehe erstmal hier entlang. Speicher zwischendurch mal, ne? Ganz wichtig.
käme ich theoretisch hier wieder raus. Okay, wenn ich hier lang gehe. Käme ich hier raus, okay. Wäre da noch irgendwas Interessantes? Nein, dann gehst du mal runter. Da könnte man rüber hüpfen. Da würde es dann noch hochgehen. Okay. Aber alternativ, oh, wir haben ja einen Wegpunkt. Sehr schön. Den nehmen wir mit. Schattenschlachtfeld. Mhm. Ist aber doch noch einiges, ne? Ist doch noch einiges hier, was zu erkunden gilt. Ich würde sagen, was mich hier in diesem Schattenschlachtfeld erwartet, das schauen wir uns dann gleich mal genauer an.